Hallo, ihr Lieben, neuer Lenkbeflog. Ich bin schon am Weg zum Feuerwehrfest in Unteroberndorf. Ja, und es ist absolut absurdes Wetter dafür. Ihr erinnert euch, gestern habe ich ja mal kurz gefilmt. Da war das Wetter so, dass ich... Mal schauen, ob das damit hinstellen geht. Verzeiht. Dass ich... Naja, wenn ich auf die Weichteile schauen, oder? Dass ich am Rasenmäher war und am Traktor. Wir haben drüber geredet. Was sagt ihr zu meinen neuen Schuhen? Schwarz habe ich schon seit eineinhalb, zwei Jahren. Jetzt das erste Mal in Betrieb. Seit kurzem. Und habe gemerkt, wie ich Sonnenbrand bekomme gestern. Habe ich gemerkt. Ja. Zugegeben, er ist jetzt nicht so schlimm ausgefallen wie erwartet. Es ist ein bisschen rot, aber es tut jetzt nicht sonderlich extrem weh. Heute hingegen ist da draußen Herbst, Spätherbst, Anfang Winter, Wind, kalt, grauslich, wäh. Und übrigens, von und zu überhaupt ist auch draußen. Naja, was man so alles tun will. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Ich habe mit zwei Backerl, das eine für meinen Freund, habe ich heute schon mit, weil ich es ins Auto gebe. Und das zweite, um es bei einem offiziellen, inoffiziellen, offiziellen, inoffiziellen Postamt abgeben möchte. Ja, ich habe für euch noch über das Rasenmähen zu erzählen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das mache. Ich habe allerdings schon einen Haufen SSDs, und wenn ich sage einen Haufen, dann meine ich mehr als ein Dutzend, für eine Schule. Das Problem ist, wenn ich diese SSDs einbauen möchte, muss ich die alten Rechner klonen und ich bin garantiert pro Rechner eine Stunde beschäftigt. Und das zu einem Pauschalpreis, der natürlich weniger als eine Stunde ist. Ich werde da mal kurz mein Kind bejacken. Jeder hat Jacke? Ja. Ja. Möchte jemand auf YouTube? Ja. Ja. Nein. Nein. Wie macht man das dann? Er will nicht auf YouTube. Der andere schon. Naja, jedenfalls hält sich die Begeisterung in Grenzen. Schaut euch mal das Wetter da an. Weltuntergang. In England ist das Wetter besser, habe ich gehört. Mal schauen, wie man das dort macht. Oh, jetzt ist. Jetzt warst du kurz im Bild. Ist das ein Problem? Ich? Ja? Nein. Nein, okay. Glück gehabt. Ja, wir fahren mal und ich zeige euch dann das Essen. Ihr seht mal die schönen Musiken und die kreativen Wolken. Wir sind da gerade in Neulenkbach. Ich werde jetzt irgendwie filmen, dass ich kein Nummernschild drauf habe. Schaut euch das mal an. Man könnte jetzt, wenn es in Amerika wäre, würde einer sagen, da hat jemand ganz bewusst diesen Menschen, die hier wohnen, vor das Haus ge... Ihr wisst, was ich meine. Tatsache ist aber, da ist einfach einer geritten und das Pferd hat geäpfelt. Ja, und da frage ich, wo sind die Sackerl? Kommt doch mit dem Hofer und die Kehrsackerl. Macht das weg. Wir haben eine sehr absurde Rechtsprechung in Österreich. So ist es. Wir sind erfolgreich angekommen und es gibt eine Speisekarte und es ist geschlossen, weil Sturm und überhaupt. Und es gibt vegetarische Gerichte. Gibt's euch das? Salatteller mit Ei und Gebäck. Ein Chili Sin Carne, Pommes und ein Krautsalat. Na, den Krautsalat werde ich mir sparen. Aber die anderen drei werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Da nickt der junge Mann, voll begeistert. Das machen wir jetzt. Die einschlägige Foucade ist da und meine Frau sauft sich jetzt nieder mit... Was ist das? Apfelsaft mit Leitungswasser. Apfelsaft. Du, wenn du nicht auf YouTube willst, solltest du nicht reden bei dir filmen. Ja. Ja. Das Tolle ist, die Foucade hat hier einen viel dickeren Strohhalm als in Markersdorf. Und man bezahlt auch nachher. In Markersdorf bezahlt man vorher. Die Getränke sind übrigens fast zu schnell. Danke. Aber wir werden das jetzt höchstpersönlich
Ja, das Chili wird spannend, da bin ich schon mal. Während der Bratlöschmeister vergeblich einen Kugelschreiber sucht, haben wir die Pommes schon gekostet. Es gibt sehr nette Semmeln. Das ist groß. Das ist das Chili. Das ist der Salat. Das werden wir jetzt alles in rauen Mengen essen. Das ist der Plan. Und dann schauen wir weiter. Schau, da drüben sind Pommes. Da habe ich mich im Wintermantel und ich hätte die Haube mit, vielleicht soll ich die aufsetzen. Habe ich mich hingesetzt gegenüber der Hüpfburg und genieße den Regen, der von oben kommt. Ja, so ist es hier. Sehr positiv, ganz gut. Das Chili con Sin Carne, nicht so scharf und lecker. Und die Pommes, ja, Pommes halt, feuerwehrfest, so ist es. Und was haben wir noch gehabt? Salatteller, gar nicht so schlecht. Jetzt sicher keine hausgemachten Verzeiht, Salate, aber absolut essbar. Ja, die Kinder springen durch die Gegend und ich habe wirklich genug gegessen, denn die haben auch Torten. Und dann war ich drüben bei den Torten. Wow, haben die Torten. Zum Glück war das Tiramisu mit Alkohol und Kaffee. Aber die Sachertorte ähnlich, aber gar nicht schlecht. Meine Frau hat sich auf die Bananenschnitte gestürzt. Und die Kinder haben auch mehr als genug gegessen. Tja, so viel vom windigen Feuerwehrfest. Gestern war es sicher schöner da. Naja, gestern waren wir nicht da. Macht nichts. Ansonsten drücke ich Pause und dann erzähle ich euch was. Da war jetzt das mit dem Rasenmähen. Das wollte ich euch ja noch erzählen. Da nutzen wir heute den Tag. Die gemütliche Sache, und da reden wir jetzt drüber. Als erstes haben wir erfolgreich diesen Zaun abgetragen, wo mir meine Söhne geholfen haben. Das hat gut geklappt. Und dann habe ich den Hund ins Haus gebracht, damit ich den Hundekerker aufmachen kann und das Tor gleichzeitig aufmachen kann. Und bin zu den Rasentraktor gegangen. Der Rasentraktor seines Zeichens war noch immer nicht fertig geladen, was ich überhaupt nicht verstehe, aber so war es halt. Und dann bin ich gefahren und ich bin keine 30 Minuten gefahren, macht's Flutsch und das Mähwerk geht nicht mehr. Das hatte ich schon einmal. Das heißt nämlich, dass der Riemen rausgeflogen ist da. Das ist nämlich ganz intelligent. Das Mähwerk ist komplett zugebaut, man kann von nirgends rein, aber von vorne können die dicken Unkräuter rein und den Riemen rauswerfen. Das ist hochintelligent konstruiert. Jedenfalls bin ich damit in den Hof gefahren. Und habe ihn mal hingestellt. Denn ich habe gewusst, wenn ich jetzt anfange mit den Riemen rumzutun, dann verbrenne ich mir wieder die Unterarme, weil ja der Auspuff so montiert ist, dass man daran ankommen muss, wenn man zum Riemen will. Deshalb habe ich den einmal stehen lassen und habe... Was habe ich geschaut gestern, wie du gekommen bist? Keine Ahnung. Meine Frau mit dem Bierglasl in der Hand. Keine Ahnung. Magst du auf YouTube? Nö, danke. Ich glaube, den verrückten Engländer, wo wir hinziehen, habe ich mir angeschaut. Wie heißt der Ort? Weißt du das noch? Vielleicht fällt es mir noch ein. This Museum does not compute. Das ist der Name. Na, jedenfalls habe ich dann nach einer habe ich in die Anleitung geschaut, wie das mit den Riemen ist. Bin zum Traktor und habe festgestellt, der Riemen ist zu locker. Keine Ahnung warum. In der Anleitung keine Idee, wie man den spannen soll und einfädeln soll. Auch keine Bilder in Websuchmaschinen, keine Chance. Habe ich mich wieder unter den Traktor gelegt und habe es dann doch rausgefunden. Das Absurde ist nämlich, dass hier der Riemen zickzack gespannt ist. Offensichtlich hinten über diese Aktivierungs... Jetzt wird es richtig feucht, ich halte mal die Semmel über euch. Über die Entkupplungsvorrichtung. Und der Riemen ist quadratisch. Das ist ausgesprochen spannend. Jedenfalls habe ich lang herumgedampft. Dann fahre ich endlich wieder. Hab circa die Hälfte, bleibt der Traktor stehen und funktioniert nicht mehr. Ist der Tank leer? Habe ich ernsthaft 4,5 Liter Benzin in 2 Stunden verfahren? Also, da muss man sagen, hoffentlich drehen sie uns nicht den Benzinhahn zu, weil dann können wir nicht mehr rausmachen, weil der braucht mehr Benzin als ein Auto auf 100 Kilometer. Bin ich zur Tankstelle, habe Benzin geholt, 25 Liter um 48 Euro. Wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden.
das muss einen der Rasen schon wert sein, kann man nur sagen. Und dann bin ich weitergefahren, war einmal beim Bauhof. Beim Bauhof hat sich das schon eingeschlichen, dass die Leute jetzt einfach alle reinfahren, wann der Schrank nochmal aufgeht, weil der geht eh nicht oft auf. Und hab dort einmal abgeladen. Dann bin ich zur Firma Lendl gefahren, um festzustellen, dass das Tor zu ist. Die haben ernsthaft gestern nicht gearbeitet am Fenstertag. Die haben Einstellungen, die Freunde. Bis dort bin ich leer heimgefahren. Ja, und dann habe ich wieder das Restgras aufgeladen. Also auf zweimal aufladen geht's drauf. Und habe es aber nicht mehr abgeladen, weil ich mir gedacht habe, da fahre ich doch lieber Montag oder Dienstag, in der Hoffnung, dass dann die Firma Lendl offen hat, dass ich dann wieder Sand mit nach Hause nehme. Das ist so der Plan. Na bitte, so vergehen auch 3 Minuten 50. Ich schau mal, was die Kinder so machen. Ah, die schwimmen schon aus der Hüpfburg. Ich schau mal rüber. Ob ihr es glaubt oder nicht, auch hier habe ich Menschen gekannt. Ich bin begeistert. Und ganz toll habe ich heute die Reinkarnation meiner Oma gesehen. Das hat mir besonders gut gefallen. Meine Oma war so, wenn es da Steckerlfisch gegeben hat oder Grillhändeln, dann hat die jeden einzelnen Knochen 10-mal abgenagt und da ist kein Futzelfleisch mehr dran gewesen. Und wenn ich sage kein Futzel, dann meine ich kein Futzel. Ja. Die war mit einem Grillhund 2-3 Stunden beschäftigt. Das war faszinierend. Sind dann nur die Knochen übergeblieben. Und wenn man unterwegs war, hat sie das auch so gemacht und hat dann das, was sie nicht essen konnte, in ein Stück Staniolpapier, wie sie sagt, das ist Alu, hineingewurstelt und mitgenommen. Und dann ist am Tisch zurückgeblieben ein Haufen Gebeine. Und genau so eine Frau habe ich heute gesehen und das war ausgesprochen nett und überhaupt. Wollte ich euch sagen. Covid, Zahlen und Fakten für den 28.05.2022. 1852 labor bestätigte Fälle, 1820 neue Fälle, 3 Verstorbene und 3803 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist bei 174,4. 4.284.869 labor bestätigte Fälle, 26.085 aktive Fälle, 450 im Spital ohne Intensiv, 48 auf der Intensiv, 187.332.253 durchgeführte Testungen, 19.920 Verstorbene und 4.238.864 Genesene. Aktive Diskussionen sind in unserem Haus im Brand. Ich versuche gerade verzweifelt die Kamera so zu halten, dass das Kind keine Chance hat, ins Bild zu kommen. Und ich muss sie jetzt mit beiden Händen halten. Wenn es wackelt, liegt das daran, dass das Kind keine Hemmungen hat. Kannst du machen, was willst du? Du hast kein Leib. Das Tolle ist, das Kind hat nichts zu sagen und ist trotzdem. So. Doch, ich möchte was sagen. Ja, du möchtest, aber du hast nichts zu sagen. Geh, lass meinen Sessel los. Ah, ich habe eine Idee. Moment, das geht so. Schatz, da ist die Stelle. Da kann man das Kind dann ein bisschen wegbringen. Schatz, schon ist es aus dem Bild. So machen wir das. Es sind wieder die Diskussionen bezüglich des Hausreinigens im Brand. Das ist so ein Streitthema seit gefühlten 338 Jahren zwischen mir und meiner Frau. Und wir haben uns eigentlich schon darauf geeinigt, dass die Kinder das Haus reinigen werden in Zukunft. An die Besen! Nein, werde ich nicht. Ja, falls wir eine Lösung finden, werde ich euch informieren. Ich bezweifle es doch sehr. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie wir. Es war feucht, fröhlich, der Hund ist schon gewockt. Rocco geht. Gut, dass wir dran denken. Und ich habe heute meine Bretter geschnitten für die Schilder. Jetzt mache ich noch ein Schild für die Lego Racer. Das ist noch der Plan. Und ja, dann stinkt der Hund wieder. Jetzt schon, meinen Hund hat ein Vogel auf den Hintern gekackt. Das passt ja gut zu unserem Thema von vorher von der Straße. Es ist nämlich so, dass der Hundekerker so ist, dass der Wind durch kann. Und den Vögeln macht es massiv Spaß, da
volle Kanne durchzufliegen von einer Hausseite in die andere und der Hund ist unten und knurrt und bellt verzweifelt und offensichtlich sind sie jetzt übergegangen, in den Hund zu bekacken. Ja, warum auch nicht? In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem buntgestreiften YouTube-Kanal, die mit dem grünen Gurgel und dem blauen Balken und der schönen Musik und ich bin der alte Knacker und jetzt kommt das Intro-Outro. Thank you.